Friedrich Engelhorn bricht gegen alle Bemühungen seiner Eltern in der dritten Klasse die Schule ab. Was er erlebt, während andere Jungs in seinem Alter auf dem Spielplatz spielen, formt ihn zu einem Pionier in der Chemikalienindustrie. Doch was als Märchen begann, endete in einer Verstrickung von Machtspielen, Konkurrenzkampf und unfreiwilliger Rüstungsproduktion. Das von ihm gegründete Unternehmen BASF überlebte zwei Weltkriege, lag in Trümmern und bekam eine zweite Chance. In Mannheim wurde am 17. Juli 1821 ein Junge namens Friedrich Engelhorn zusammen mit zwei Brüdern in eine mittelständische Familie geboren. Sein Vater war Braumeister, seine Mutter eine einfache Hausfrau, die sich liebevoll um die Kinder kümmerte. Friedrichs Eltern waren sehr darum bemüht, ihrem Nachwuchs eine gute Bildung zu bieten. Aus diesem Grund schickten sie ihn mit 9 Jahren auf eine privilegierte Grammatikschule in Mannheim. Friedrich hatte allerdings andere Pläne, wenn wir das von einem 9-Jährigen überhaupt so sagen können. Noch bevor er die 3. Klasse beendete, brach er seine Schulzeit ab und begann eine Lehre bei einem Gold- und Silberschmied der Stadt. Mit 16 Jahren packte ihn die Reiselust und er begab sich auf eine 9 Jahre lange Wanderschaft nach Frankfurt, München, Wien, in die Schweiz, nach Lyon und Paris. Auf dieser Reise sah er zum ersten Mal, wie Gas zur Beleuchtung verwendet wird. Und in Lyon, einem der Zentren der französischen Textilindustrie, bekam er Einblicke in den Naturfarbenmarkt. Am Ende seiner Tour beschloss Friedrich 1846 nach Mannheim zurückzukehren und seinen Meistertitel zu erarbeiten. Kurz darauf eröffnete er eine Werkstatt in seiner Heimatstadt und heiratete die Tochter eines Braumeisters, wodurch er eine ordentliche Summe von Mitgift erhielt. Dies ermöglicht es ihm 1848, sein erstes wirkliches Unternehmen zu gründen, die Engelhorn & Co., mit der er transportvorbereitetes Gas verkauft. Doch Friedrich war nicht alleine. Er hatte einen Bekannten aus Mannheim, der allerdings bald darauf starb, und einen unzuverlässigen Belgier als Mitbegründer seines Unternehmens mit im Boot. Friedrich selbst war ein scharfsinniger, wenn auch junger Geschäftsmann, der keine Mühen scheute und immer einsatzbereit war. Er wusste, dass das Geschäft mit dem Gas vielversprechend war, denn zu dieser Zeit wurden die Mannheimer Straßenlampen schon durch Gas beleuchtet. Er war eng mit seiner Heimatstadt und deren Gesellschaft verbunden und fühlte sich ihr gegenüber verpflichtet. Dann, im Jahr 1849 geschah etwas, das die Weichen für Friedrichs Zukunft stellen sollte. Die Betreiber der Gasbeleuchtung in Karlsruhe, die er seit längerem schon mit Gas versorgte, planten, von Karlsruhe nach Mannheim zu expandieren. Kurze Zeit später überredeten sie Friedrich dazu, gemeinsam die Firma Badische Gesellschaft für Gasbeleuchtung zu gründen. Mit diesem Unternehmen bekam er den profitablen Auftrag, für das städtische Gaswerk Mannheim zu bauen. Nachdem 1856 die T-Farben von dem englischen Chemiker Perkin entdeckt wurden und Friedrich von dieser Neuigkeit erfuhr, verstand er sofort, dass diese T-Farben die Zukunft darstellten. T-Farben wurden damals traditionell aus Pflanzen hergestellt, die allerdings nur in bestimmten Gegenden der Welt wachsen und leider auch nicht gerade zuverlässig färben. Aber für die damaligen Verhältnisse waren sie eine Sensation. Perkin entdeckte tyrisches Lila, besser bekannt als Mauve, und der Franzose Vergin aus Lyon entdeckte Anilinrot, besser bekannt als Fuchsin oder Magenta. Wie gesagt, für Friedrich stellten T-Farben ein vielversprechendes Unternehmen dar. Auch, oder sicherlich gerade deshalb, weil Steinkohlenteer, das Ausgangsmaterial für T-Farben, in der Gasproduktion als Abfallprodukt anfällt, für das Friedrich bisher keine weitere Verwendung hatte. Also investierte er zusammen mit seinen beiden Partnern, Friedrich August Sonntag und Otto Dückerhoff, in den Bau einer Fabrik direkt neben dem Gaswerk. Friedrich, der als Unternehmer kein technisches Verständnis in der Branche hatte, war zwar ein talentierter Kaufmann, aber die große Konkurrenz machte ihm Sorgen. Ein glücklicher Zufall half ihm aus dieser Misere.
Dank seiner Kontakte in die Mannheimer Geschäftswelt lernte er Karl Klemm kennen, der bereits Anilinfarben erforschte. Karl hatte in Gießen Chemie studiert und bei seinem Onkel genügend praktische Berufserfahrung gesammelt. Und so übergab Friedrich ihm die Leitung der chemischen Fabrik Dückerhoff, Klemm und Komp, als diese am 8. Juni 1861 gegründet wurde. Aus dem Gründungsdokument geht hervor, dass Friedrich sowohl eine große Rolle in der Zukunftsstrategie spielte, als auch, dass das Ziel der ersten 15 Jahre auf der Entwicklung von Anilin und Teefarben lag. Danach sollte sich das Unternehmen auch auf andere Geschäftszweige konzentrieren. Friedrich wollte in der Produktion flexibel und billig bleiben, da der Markt aufgrund von neuen Entwicklungen der Konkurrenz schnell unberechenbar werden könnte. Um seinen Plan zu verwirklichen, kaufte Friedrich 1860 kurzerhand eine Fabrik zur Zinkerzaufbereitung, die Friedrichshütte im Jungbusch. Mit etwa 30 Angestellten begann hier die Herstellung von Anilin und Farbstoffen. Die ersten Produkte waren Fuchsin, Hoffmanns Violett und Anilin Blau. Durch den großen Erfolg konnte Friedrichs junges Unternehmen ein sehr schnelles Wachstum verzeichnen. Die Anilinproduktion verneunfachte sich in den ersten anderthalb Jahren. Karl war mit Körper und Seele dabei. Das bewiesen auch die Produktionszahlen. Friedrich war von dieser Entwicklung nicht überrascht. Schließlich hatte er einen soliden Grund, Karl einzustellen. Und was der konnte, konnte vielleicht ja auch sein jüngerer Bruder August. Friedrich fackelte nicht lang und holte August Klemm dazu, der genau wie sein Bruder Karl in Gießen Chemie studiert hatte und Doktor wurde, bevor er anschließend in einem Institut in Karlsruhe arbeitete. Doch August war im Gegensatz zu seinem Bruder kein ruhiger Mensch, sondern ein Hitzkopf, der ständig in Streitereien geriet. Friedrich sah anfangs darin einen Vorteil, zwei Gegensätze im Unternehmen zu haben. Und so wurde August der zweite technische Experte und ab dem 2. Januar 1863 Partner der Unternehmensleitung. Ein neuer Plan spukte Friedrich im Kopf herum. Er beschloss 1865, seine Anteile an der Badischen Gesellschaft für Gasbeleuchtung an seinen Partner Friedrich August Sonntag zu verkaufen, um sich mit aller Energie auf die Arbeit in der neuen Anilinfabrik zu konzentrieren. Und weil er wusste, dass die Zukunft für diesen Industriezweig rosig aussah, gründete er noch im selben Jahr, nämlich am 6. April 1865, mit dem Verkaufserlös seiner Anteile die Badische Anilin- und Soda-Fabrik oder, wie wir sie kennen, die BASF in Mannheim. Friedrich verstand früh, wie wichtig es war, Kosten einzusparen, um konkurrenzfähiger zu werden. Er dachte sogar darüber nach, ob es effizienter wäre, einige Ausgangs- oder Zwischenprodukte selbst herzustellen, anstelle sie vom Verein Chemischer Fabriken in Mannheim zu beziehen. Dieser Verein Chemischer Fabriken war zwar das größere Unternehmen der beiden, aber Friedrich war sein wichtigster Kunde. Um dem Wettbewerb zu entfliehen, entschieden sie sich zu einem Zusammenschluss. Zwei Tage vor der Fusion machte der Verein plötzlich einen Rückzieher, mit der Begründung, dass der Farbenmarkt als zu unberechenbar eingeschätzt wurde, um mit einem Farbenkonzern fusionieren zu können. Friedrich war wutentbrannt und beschloss, endgültig die Materialien selbst herzustellen und mit dem Verein in Konkurrenz zu gehen. Allerdings war das nicht ganz so einfach, denn dafür brauchte er Kapital und das hatte er nicht. Tagelang suchte er nach einer Lösung. Dabei erinnerte er sich an seinen alten Freund, Seligmann Ladenburg, der für die WH Ladenburg und Söhne Bank in Mannheim arbeitete. Friedrich besuchte ihn und bat ihn um das Startkapital. Da die beiden befreundet waren, kümmerte sich Ladenburg darum und Friedrich erhielt das Geld. Ladenburg, fünf seiner Familienmitglieder, Friedrich Reis, den Engelhorn schon seit vielen Jahren kannte, Karl August Fries und Moritz Ellstetter schlossen sich mit bereits existierenden Partnern daraufhin zusammen. Friedrich schaffte es auch, Julius Giese, der zuvor für den Verein Chemischer Fabriken als technischer Direktor tätig war und Erfahrung mit anorganischer Chemie hatte, abzuwerben. 10.000 Gulden Bußgeld musste Julius für seinen Wechsel blechen, doch Friedrich übernahm diese Zahlung großzügig.
So wurde die BASF zum ersten Farbenkonzern Deutschlands, der sowohl organische als auch anorganische Stoffe produziert. Die 10.000 Gulden hatten sich also für Friedrich gelohnt. Friedrich übernahm die Führung im neuen BASF-Unternehmen. Die Klemm-Brüder und Julius Giese stellte er als technische Direktoren an, weil er spürte, dass die drei gemeinsam etwas für BASF erreichen können. Die erste Frage, die sich dem jungen Unternehmen stellte, war, wo die Fabrik entstehen sollte. Natürlich stand Mannheim zur Debatte und es schien zunächst auch so, als ob alles funktionieren würde, denn die Stadt war dazu bereit, ein passendes Grundstück zu verkaufen. Der Verein Chemischer Fabriken machte jedoch Friedrich ein weiteres Mal einen Strich durch die Rechnung und gab bei der Stadt ein besseres Angebot ab, um selbst auf dem Grundstück zu bauen. Was Friedrich damals nicht wusste, der Verein Chemischer Fabriken hatte überhaupt nicht vor zu bauen. Ihm ging es nur darum, die BASF am Bau zu hindern. Trotzdem stand Friedrich vor dem Problem, dass die Stadt Mannheim nun ein besseres Angebot von ihm bzw. der BASF erwartete. Letztendlich verlor er die Lust und errichtete die BASF-Fabrik in Ludwigshafen, einer gerade erst entstandenen Stadt, die damals zu Bayern gehörte und auf der anderen Rheinseite lag, wodurch sie die chemische Industrie anzog. Der Bau begann 1865 und startete mit den Anlagen für die anorganische Produktion. Friedrich trieb ihn gnadenlos an und so lief die Herstellung selbst noch im selben Jahr an. 1866 ließ er eine Anilinproduktion und ein Gaswerk zur Beleuchtung einrichten. BASFs Struktur als Aktiengesellschaft ermöglichte es Friedrich und seinen Partnern, schnell Kapital aufzubringen und erlaubte es gleichzeitig, enge Verbindungen mit anderen Firmen einzugehen, die Anteile an dem Unternehmen hatten. So konnte die BASF zum Beispiel mit den Unternehmen R.E. Knosp, chemisch-technische Artikel, Indigo und Crimson-Farben und Dahl und Co. eine Strategie entwickeln, wie sie gemeinsam auf dem geteilten Markt agieren. Friedrichs Unternehmen produzierte das Fuchsin, dafür stellte es keine auf Fuchsin aufbauenden Farben her. Knosp und Dahl bezogen ihr Fuchsin dafür ausschließlich von der BASF. Eine Hand wäscht die andere, wie man so schön sagt. In den ersten Jahren wuchs die BASF schneller in Produktion, Absatz, Umsatz, Mitarbeitern und Produktpalette als erwartet. Allerdings waren die Produkte meist nur Imitationen, nicht eigene Entdeckungen. Aus diesem Grund wollte Friedrich eine breitere Forschungsbasis aufbauen. Bevor er einen Lizenzvertrag mit dem französischen Chemiker Jean-Théodore Cuppier verhandelte, versuchte er sich erfolglos an der Industriespionage in England. Cuppiers Prozess hätten Friedrich eine effizientere Produktion von Fuchsin und Anilin erlaubt. Aber der wichtigste Schritt hin zu einer systematischen Forschung war die Anstellung von Heinrich Caro im Jahre 1867. Heinrich, der 1834 in Polen als Sohn eines Getreideunternehmers geboren wurde und in Berlin Chemie studiert hatte, reiste 1859 nach Manchester und wurde dort Teilhaber der Roberts, Dale & Co. Er kam mit Friedrich über die Brüder Klemm in Kontakt. Heinrich übernahm den Aufbau und die Leitung des Forschungslabors, das Friedrich für hauseigene Forschungen hatte aufbauen lassen, und wurde der technische Co-Direktor. Er arbeitete von diesem Zeitpunkt an stetig an der Verbesserung der Herstellung und der Entwicklung und Erforschung neuer Produkte. Es ist Heinrich zu verdanken, dass die BASF sich in diesen Jahren von der Konkurrenz abheben konnte. Bereits 1868, in seinem ersten Jahr, entdeckte er eine neue T-Farbe. Im Jahr darauf entwickelte er einen Prozess für die Benzolgewinnung aus Leuchtgas, was die BASF sofort patentieren ließ. Dank seiner Intelligenz, seiner Kontakte nach England und seiner Erfahrung im Patentwesen war Heinrich zu dieser Zeit schon unverzichtbar wichtig für Friedrich und die BASF. In den 1870er und 1880er Jahren lieferte Heinrich immer wieder neue Produkte und Durchbrüche. Besonders erwähnenswert ist Methylenblau, das er mithilfe von Bayer entdeckte. Dieser Farbstoff wurde später auch als Malaria-Medizin eingesetzt, weil er Bakterien blau färben kann.
Da immer wieder neue Farbstoffe mit besseren Eigenschaften entdeckt wurden, war der Farbenmarkt allerdings sehr unbeständig und etablierte Produkte konnten im Handumdrehen einfach so verdrängt werden. Friedrich war sich dessen bewusst und stellte sicher, dass seine Chemiker immer an neuen Farbstoffen forschten und chemische Derivate gründlich untersuchten bzw. testeten. Neben Heinrich waren auch die beiden Chemiker Karl L. Müller und Konrad Schraube wichtige Entdecker von neuen Farbstoffen auf diesem Gebiet. Während es mit den Anilinfarbstoffen gut lief, leistete sich die BASF einige Fehlentscheidungen bei den Azofarbstoffen. Diese wurden zunächst in den Anilinabteilungen erforscht und produziert und erst 1896 aus dieser ausgelagert. Sie boten eine Vielfalt und Qualität von Farben, welche die Anilinfarbstoffe bei weitem übertraf. Der Fehler, den die BASF hier machte, war, dass auf den Azofarbstoff der beiden Chemiker Heinrich und Konrad kein Patent angemeldet wurde, da Friedrich sonst den komplizierten Produktionsprozess hätte preisgeben müssen. Er aber ging davon aus, dass dessen Herstellungskomplexität schon genug Schutz vor der Konkurrenz war. Das böse Erwachen kam, als Casella ein Patent auf die Produktion des Stoffes anmeldete. Doch es war zu spät. Die BASF konnte sich nur auf beschränkte Gewohnheitsrechte berufen. Als Henry T. Böttinger, ein ehemaliger Bayer-Chemiker, Friedrich anbot, seinen kürzlich entdeckten sogenannten Kongo-Rot-Farbstoff zu produzieren, lehnte dieser ab. Ein weiterer schwerwiegender Fehler. Später wurde dieser Farbstoff ein herausragender Erfolg. Ein wichtiger Farbstoff aus dem Hause der BASF ist das Türkisrot, Alizarin. Und hier spielte das Schicksal Friedrich in die Hände. Der Stoff wurde schon 1868 von Karl Liebermann und Karl Gräbe entdeckt und in England, Frankreich und Preußen patentiert. Daraufhin suchten die beiden Chemiker Hersteller für das Türkisrot, Alizarin, und Höchst, einer der größten Konkurrenten der BASF, lehnte ab, da das Unternehmen kurz davor war, die Chemie dahinter selbst zu verstehen. Der englische Hersteller Potter & Co. war zur Großproduktion nicht in der Lage und so wendeten sich die beiden Forscher schließlich an die BASF. Friedrich sah seine Chance und gab ihnen eine 3%ige Gewinnbeteiligung für die ersten 15 Jahre an ihrem Patent. Die BASF bekam jedoch in Preußen kein Patent für Alizarin, da die Entdeckung kein Ausdruck unabhängigen erfinderischen Denkens gewesen war. Aus diesem Grund hielt sich die BASF nicht an ihr ursprüngliches Versprechen gegenüber Liebermann und Gräbe und gab ihnen eine Einmalzahlung als Abfindung. Da der Verkauf von BASF-Produkten jetzt nur über die vier Unternehmen Verein Chemischer Fabriken, Knosp, Siegle und Dahl geregelt wurde, wollte Friedrich einen engeren Kundenkontakt aufbauen. Zu seiner Marketingstrategie zählten auch die Gestaltung von Markennamen, Markenzeichen und Branding, bei denen er vor allem auf gute Preise setzte. Die BASF nahm mit ihren Produkten an etlichen Wettbewerben teil, um der Kundschaft gesammelte Medaillen in Broschüren als Qualitätsmerkmale vorzuführen. Auch auf Weltausstellungen war das Unternehmen ständig präsent. 1875 nahm die BASF ein Drittel des deutschen Alizarinmarktes ein. Der Aufbau der Alizarinproduktion ging rasant vorwärts und zeigte Friedrich, wie wichtig wissenschaftliche Experten sind. Eines Tages verdrängte er aus diesem Grund Gieser einfach aus seiner Position als Direktor der anorganischen Abteilung, da dieser nicht auf dem wissenschaftlichen Stand der Zeit war. Karl Klemm stand schon parat und übernahm die Rolle. Auch für das Arbeitsklima war dieser Schritt ziemlich erholsam, denn die zwei Klemm-Brüder stritten und bekriegten sich mehr, als sie arbeiteten. Der nötige Abstand kam durch Karls Positionswechsel. August Klemm hatte eine wirklich schwierige Persönlichkeit. Die anhaltenden Streitereien mit seinem Bruder zermürbten die ganze Unternehmensspitze. Auch mit Friedrich begann August sich immer wieder heftig zu streiten. Allerdings war er auch der bessere Chemiker und deshalb unterstützten Glaser und Brunk, zwei Vorstandsmitglieder, ihn mit aller Macht. Glaser leitete die Forschung an den aufkommenden Azofarbstoffen und Brunk war Leiter der betriebsinternen Gasbeleuchtungsfabrik, des Wasserwerkes und der Feuerwehr. Friedrichs Durchbruch kam dann 1880.
Bayer, ein Freund von Heinrich, synthetisierte Indigo, eine tiefblaue organisch-chemische Verbindung, zum ersten Mal und teilte diesen Erfolg seinem Freund mit. Es kam zu einer kurzen Phase der Euphorie, in der Friedrich seinen Chemiker Heinrich dazu antrieb, die Synthese auch großtechnisch herzustellen. Allerdings zeigte dieses Vorhaben nach 2 Jahren immer noch keine Fortschritte und so wollte Friedrich schon aufgeben. Zu diesem Zeitpunkt beschloss August Klemm, aus dem Vorstand zurückzutreten. Seine Frustration, vor allem gegenüber seinem eigenen Bruder und Friedrich, war mittlerweile wohl zu viel für ihn geworden. Und nachdem es mit Indigo keinen Durchbruch gab, sah er keinen Grund, im Vorstand zu bleiben. Eigentlich wollte er in den Aufsichtsrat wechseln, Friedrich und sein Bruder verhinderten dies jedoch. Glaser und Brunk stellten sich ein weiteres Mal auf Augusts Seite und wollten, dass Friedrich und Karl Klemm den Vorstand verlassen und August zurückgeholt wird. Das Ende des Dramas in der Unternehmensspitze trat endlich ein, als der Vorstand entschied, Glaser, Brunk und deren Freund August Hanser, den Leiter der Verkaufsabteilung, zu unterstützen. In dem Moment, in dem Friedrich den Verlust realisierte, trat er aus dem Vorstand zurück und wechselte in den Aufsichtsrat. Karl Klemm folgte ihm. Eine Ära ging zu Ende. Doch damit kam neuer Wind in die BASF. Mit der Unterstützung des Vorstands wurde Brunk der technische Direktor und die wichtigste Person im Unternehmen. Er verabschiedete sich von Friedrichs kaufmännischer Orientierung und konzentrierte sich auf die chemischen und technischen Zweige. Sein Charisma verhinderte gleichzeitig das Aufkommen neuer Streitigkeiten, denn er war ein harter, aber fairer Chef. Unter ihm zog die BASF 1889 von Stuttgart nach Ludwigshafen um. Die interne Organisation des Unternehmens blieb jedoch kompliziert, da die einzelnen Abteilungen nur über den Vorstand miteinander kommunizierten. So kam es dazu, dass in verschiedenen Abteilungen an gleichen Problemen gearbeitet wurde, bis man zu verschiedenen Lösungen kam. Das störte Brunk gewaltig. Um die Jahrhundertwende kam es dann zu einem heftigen Streit zwischen August Klemm und Brunk. In dem Streit ging es vermutlich um das Indigo-Blau, das seit 1897 von BASF im großen Rahmen hergestellt wurde, und um Bonuszahlungen, die nicht stattgefunden hatten. August Klemm fühlte sich betrogen und antwortete mit seinem Austritt aus dem Aufsichtsrat, in dem er damals der Vorsitzende war. Mit ihm verließen weitere 3 Mitglieder den Aufsichtsrat. Das Unternehmen verlor also 4 Mitglieder, die schon seit Jahrzehnten im Unternehmen tätig waren und einen großen Teil zu seinem Erfolg beigetragen hatten. Doch für Brunk hatte das auch etwas Gutes. Durch den Austritt von August Klemm kehrte endlich Harmonie in die BASF zurück. Aber Brunk brauchte fähige Chemiker, denn er verstärkte seinerzeit die Zusammenarbeit mit den deutschen Farbenherstellern und das ging nur mit fachkompetenten Forschern. Da sich viele Rohstoffverkäufer zusammengeschlossen hatten, schossen die Preise in der Chemiefabrik unaufhörlich nach oben. Außerdem wuchs die Konkurrenz und damit gingen die Gewinne zurück. Brunk war klug genug zu verstehen, dass ein Zusammenschluss der BASF mit anderen Unternehmen seine Verhandlungsposition stärken würde. Eines Tages traf er Karl von Martius, ein Vorstandsmitglied der Agfa in Berlin, der ihm vorschlug, die deutschen Farbenhersteller zu einer Interessensgemeinschaft zu vereinen. Brunk war angetan von der Idee und so trafen sich die BASF, Bayer, Höchst und die Agfa 1904, um darüber zu diskutieren. Brunks einzige Bedingung war gewesen, dass die private Casella aus diesem Treffen ausgeschlossen wurde. Nachdem er es geschafft hatte, mit Höchst zu einer Übereinstimmung bezüglich des Indigo-Marktes zu kommen, stieg dieser daraufhin aus den Verhandlungen aus. BASF, Bayer und Agfa verhandelten jedoch weiter, was gar nicht so einfach war. Alle drei hatten unterschiedliche Absichten. Brunk wollte einen Zusammenschluss aushandeln, doch Bayer stimmte nicht zu und darum blieb nur die Agfa übrig. Da die Agfa um so vieles kleiner war als die BASF, wollte Brunk sie einfach übernehmen, wogegen sie sich selbstverständlich wehrte. Die Verhandlungen gerieten ins Stocken, bis zu der dramatischen Nachricht, dass Höchst mit Casella einen Pakt eingegangen war. Damit stiegen die 2 Großen in den Ring. BASF und Bayer sahen sich nun zu Verhandlungen gezwungen.
Als sie endlich eine Einigung gefunden hatten, nahmen sie auch die Agfa in ihren Bund auf, um sich gegen die Konkurrenten Höchst und Casella verteidigen zu können. Brunk wollte sich keinesfalls aus der Indigo-Herstellung zurückziehen, also vereinbarten sie, dass Bayer kein Indigo, die BASF im Gegenzug keine anderen Farben produzierte. Der Agfa sprachen sie 14% der neuen Unternehmensanteile zu, BASF und Bayer erhielten jeweils 43%. Zusätzlich bekam Bayer für die ersten 5 Jahre Produktion satte 10 Millionen Mark. Obwohl die BASF das größere Unternehmen war, hatte Brunk in der letzten Zeit schlecht gewirtschaftet. Das lag mitunter auch daran, dass er kein vereinheitlichtes Rechnungswesen führen ließ. So verkauften die einzelnen Abteilungen Produkte untereinander, was es Brunk sehr schwer machte, tatsächliche Produktionspreise zu ermitteln. Bayer war hier ein guter Lehrmeister für die BASF. Mit dem neuen System von Bayer konnten Missstände aufgehoben werden und die BASF erzielte unter der Leitung von Brunk im Jahr 1905 einen Rekordumsatz. Ein Jahr später entschied er sich dazu, zurückzutreten, um 1907 schließlich in den Aufsichtsrat zu wechseln. Das Zeitalter der Stickstoffsynthese kam auf leisen Sohlen. Da der Markt bisher von Chile dominiert wurde, war der Weg der BASF dorthin nicht geebnet. Es begann alles mit dem Auftreten der beiden wichtigsten Personen in dieser Entwicklung, Karl Bosch und Fritz Haber. Karl Bosch wurde 1874 in Köln geboren und war für die BASF seit 1899 tätig. Seine erste große Aufgabe hatte 1900 direkt mit der Ammoniumsynthese zu tun. Er wurde damit beauftragt, das Verfahren von Ostwald, einem Chemiker, zu testen. Ostwald hatte damals behauptet, ein Verfahren zur Ammoniumsynthese gefunden zu haben. Boschs Test zeigte jedoch, dass Ostwalds Verfahren fehlerhaft war, da er es nicht auslegen konnte. Das Entkräften von Ostwalds Prozess brachte Bosch großes Ansehen im BASF-Unternehmen ein. Nachdem sich Ostwalds Methode als falsch herausstellte, begann Brunk mit einem norwegischen Unternehmen zusammenzuarbeiten, das eine strombasierende Ammoniumsynthese anstrebte. Brunk hatte seit längerem das Problem, dass er keine guten Chemiker mehr fand. Um die Stickstoffsynthese durchzuführen, wurden also Chemiker von außerhalb benötigt und so orientierte er sich um. Das war der Zeitpunkt, an dem Fritz Haber auf die Bühne trat. Er war ein studierter polnischer Chemiker, der an der Universität in Jena seinen Abschluss erhalten hatte. Sein damaliger Professor Karl Engler saß seit 1902 im Aufsichtsrat der BASF und erzählte Brunk eines Tages von seinem talentierten Studenten. 1911 stieg Brunk wieder aus dem norwegischen Projekt aus und vertraute voll und ganz auf Fritz Haber. Brunk beauftragte Bosch damit, Habers Verfahren auf den industriellen Maßstab zu bringen. Er wollte sichergehen, dass Bosch alle Ressourcen erhielt, die er brauchte, starb jedoch noch im selben Jahr, nämlich 1911, bevor die Ammoniumsynthese fertig war. Von diesem Zeitpunkt an arbeiteten Fritz Haber, Karl Bosch und Alwin Mittasch, der Katalysatorexperte der BASF, zusammen an dem Verfahren. Das Hauptproblem auf dem Weg zum Haber-Bosch-Verfahren war, dass der Prozess extrem hohen Druck und hohe Temperaturen benötigt. Diesen Bedingungen konnten nicht viele Materialien standhalten. Doch dank Karl Boschs Kreativität, Führungsgeschick und seinem talentierten Team konnte 1912 eine Pilotanlage errichtet werden, die Ammonium erfolgreich synthetisierte. Die BASF hat es geschafft. Als Reaktion auf diesen Erfolg gründete sie eine neue Stickstoffabteilung, deren Leiter Karl Bosch wurde. 1913 waren die Bauarbeiten für die neue Fabrik in Oppau abgeschlossen und es konnten 30 Tonnen Ammonium pro Tag produziert werden. Doch für Karl Bosch war das nicht genug. Er wollte die Produktion erweitern. Zu dieser Zeit war die BASF eine der größten Farben- und Chemieunternehmen der Welt. Die deutsche Farbenindustrie kontrollierte insgesamt 85% des Weltmarktes. Dann begann der Erste Weltkrieg. Mit seinem Ausbruch wurden Firmeneigentum und Patente in England, Frankreich und Russland beschlagnahmt.
Im ersten Kriegsjahr schaffte Karl Bosch es immerhin, seinen Handel mit Italien, Spanien, China und den USA aufrechtzuerhalten. Walter Rathenau von der AEG gründete nach dem Einmarsch in Belgien die Kriegsrohstoffabteilung KRA und die Kriegschemikalien AG KCA, der die BASF mitgehörte. Diese Vereinigung sollte für das deutsche Militär die Produktion, den Rohstoffverbrauch und die Verteilung koordinieren und überwachen. Das war deshalb so nötig, weil die oberste Heeresleitung vor dem Kriegsausbruch voll auf den Schliefenplan setzte, der einen kurzen Krieg prophezeite. Als sich ein langer Grabenkrieg ankündigte, zeigte sich, dass das Militär keine detaillierte und langfristige Planung durchgeführt hatte und deshalb besonders mit der Munition vor einem massiven Engpass stand, was zwangsweise eine Niederlage im Krieg bedeutete. Außerdem machte die britische Seeblockade den Import von Salpeter aus Chile völlig unmöglich. In den ersten Kriegsmonaten versuchten die KRA und die KCA aus diesem Grund Nitrate in Deutschland zu organisieren. Die Chemiker der BASF realisierten jedoch, dass sie einen Weg finden mussten, wie sie Ammonium oxidieren konnten. Das würde bedeuten, dass sie selbst Salpetersäure herstellen und somit den Munitionsengpass lösen könnten. Karl Bosch realisierte, dass Ammonium die Zukunft der BASF sein würde. Kurze Zeit später wurde der Vorstand der BASF vor das Kriegsministerium geladen und damit beauftragt, ganze 5000 Tonnen Natriumnitrat pro Monat für das Militär zu produzieren. Fritz Haber wurde automatisch zur Kontaktperson für die BASF in der KRA. Die Deutschen waren aber nicht die einzigen, die im Ersten Weltkrieg an Sprengstoffmangel litten. Die Alliierten hatten nämlich ähnliche Probleme. So wurde auf beiden Seiten an Waffen geforscht, die keinen Stickstoff benötigten. Auf deutscher Seite kommt der Vorschlag, Kampfgas zu verwenden. Das erste Mal von Max Bauer, der vom Leiter der obersten Heeresleitung Erich von Falkenhayn damit beauftragt wurde, eine kreative Lösung für den Sprengstoffengpass zu finden. Falkenhayn stimmte dieser Idee zu und beauftragte den Physikochemiker Nernst mit dieser Entwicklung. Nernst wiederum schaffte es, Duisberg von der Firma Bayer das Unterfangen schmackhaft zu machen, und so wurde kurz darauf die Nernst-Duisberg-Kommission gegründet, die sich mit der technischen Planung und Umsetzung des Giftkriegs auseinandersetzte. Fritz Haber entwickelte sich ebenfalls zu einem Unterstützer des Gaskrieges. Er verwandelte die Kaiser-Wilhelm-Gesellschaft in ein Forschungsinstitut für Kampfgase und nutzte seine Verbindungen und sein Wissen in der deutschen Chemieindustrie dafür. Als Leiter der chemischen Abteilung des Kriegsministeriums wusste er zum Beispiel, dass die BASF im Rahmen ihrer Indigo-Produktion Chlor verwendete. Fritz Haber war maßgeblich und vollständig an der Entwicklung und dem Einsatz von Giftgasen beteiligt. Als Chlorgas das erste Mal am 22. April 1915 im belgischen Ypern eingesetzt wurde und bis zu 3000 Menschen starben, war er persönlich anwesend. Kurz darauf ging er an die Ostfront, um den ersten Giftgasangriff gegen Russland durchzuführen. Fritz Habers Einsatz im Giftkrieg blieb ungebrochen. Er bekam schließlich den Spitznamen Vater des Giftkriegs. So involviert war er darin. Ohne seine Ammoniumsynthese hätte der Munitionsmangel Deutschlands bereits 1915 in die Knie gezwungen. Im Ersten Weltkrieg fielen etwa 80% des Umsatzes auf Kriegsproduktion. Synthetisches Ammonium und Nitrate machten alleine 50% aus. Doch die Herstellung in Oppau stockte, denn die Öfen mussten schon nach einigen Wochen ausgetauscht werden. Deshalb entschied sich die BASF dazu, ein neues Werk in Leuna an der Saale zu errichten. Während Fritz Haber bei Kriegsende in die Schweiz fliehen musste, zwang die BASF zu jener Zeit 900 polnische und russische Kriegsgefangene und rund 600 belgische Zwangsarbeiter zur Giftgaswaffenproduktion. Als die USA in den Krieg eintrat, verstand Karl Bosch mit großer Sorge, dass Deutschland den Krieg verlieren würde. Die BASF war durch Fritz Haber zwar in den Giftkrieg eingebunden, aber sie achtete darauf, dass in ihren Werken nur Zwischenprodukte und nicht die Kampfgase selbst hergestellt wurden.
Die BASF-Werke befanden sich aber trotzdem in der Gefahr, für ihre Rolle, die sie im Krieg gespielt hatten, geschlossen zu werden. Und auch finanziell traf es das Unternehmen schwer. Das deutsche Militär musste alle seine Bestellungen aufgeben, und das war eine Menge. Die BASF machte im Jahr 1918 glatte 80% ihres Umsatzes durch den Krieg. Aber nicht nur das. Die deutschen Farbenhersteller mussten die Hälfte ihres Bestandes als Entschädigung abgeben und auch in den ersten Nachkriegsjahren Farbprodukte an die Alliierten liefern. Der Kriegsausgang machte es außerdem unmöglich, verlorenes Eigentum oder verlorene Patente in den Siegerländern zurückzubekommen. Und mit der Revolution in Russland war die BASF keinesfalls in der Lage, dort die Arbeit fortzusetzen. Am 6.12.1918 besetzte Frankreich die Stadt Ludwigshafen. Die BASF-Führung hatte keine Wahl und floh vor der Besetzung über den Rhein. Nachdem die Alliierten die Fabriken in Ludwigshafen und Oppau besetzten, schickten sie Experten in die Fabriken und versuchten, so viel wie möglich von der BASF zu lernen. Ganz besonders das Haber-Bosch-Verfahren zur Produktion von Ammonium interessierte sie. Nachdem die Franzosen damit drohten, die BASF-Fabriken in Oppau und Leuna abreißen zu lassen, falls die BASF ihre Technologie nicht mit ihnen teilte, blieb Karl Bosch kein anderer Ausweg, als zuzustimmen. Er ließ eine Ammoniumfabrik in Frankreich bauen und gab dort das Haber-Bosch-Verfahren und die Technologie aus der Farbenproduktion preis. Nachdem der Staat sich die BASF-Werke unter den Nagel reißen wollte, beschloss Karl Bosch, die IG-Firmen um Hilfe zu fragen. Sie willigten ein und gaben neue Aktien aus, um die BASF zu retten. Karl Bosch war davon überzeugt, dass sich, wie Ammonium, auch andere wichtige chemische Grundstoffe synthetisieren lassen, solange man intensiv genug daran forscht. Die BASF hatte nach dem Krieg deshalb zwei Ziele. Erstens, die dominante Position auf dem Weltfarbenmarkt wieder zu erreichen und zweitens, in den Düngermarkt einzusteigen und auf dem Haber-Bosch-Verfahren andere Stoffe zu synthetisieren. 1920 steckte der Weltfarbenmarkt jedoch auf einmal in einer Krise, weil die englischen, französischen und amerikanischen Hersteller noch nicht bereit dazu sind, die deutschen Unternehmen zu ersetzen. Die Qualität deutscher Farben war einfach immer noch überlegen. So wurden gerade auf dem asiatischen Markt die deutschen Unternehmen deshalb wieder mit offenen Armen empfangen. Leider brach die Produktion von Indigo und Alizarin trotzdem ein und aus diesem Grund beschloss Karl Bosch, sich auf die Düngemittelherstellung zu konzentrieren. Für die Forschung an Dünger übernahm Mittasch die Leitung eines neuen Ammoniumlabors in Oppau. In den 1920er Jahren sah es so aus, als ob natürliches Öl kurz davor wäre, aufgebraucht zu werden. Die Forschung an synthetischem Benzin stellte sich zwar als sehr teuer heraus, doch Karl Bosch, der davon überzeugt war, dass quasi alles synthetisierbar ist und dass sich synthetisches Öl zu einem gigantischen Markt entwickeln wird, entschied sich ohne zu zögern dazu, in die Forschung zu investieren. Dann, am 21.09.1921, sollte eine Katastrophe die Stadt Oppau und mit ihr ganz Deutschland erschüttern. Das Düngersilo, in dem 4.500 Tonnen Ammonsulfat-Salpeter lagerten, flog um 7.32 Uhr morgens in die Luft. Es war ein Inferno wie in einem Katastrophenfilm. Die Druckwelle war gewaltig. Allein in Oppau wurden 1000 Gebäude zerstört. Doch die Explosion lässt noch 70 Kilometer weiter im entfernten Frankfurt die Fensterscheiben bersten. Mehr als 500 Menschen kamen bei diesem Chemieunfall ums Leben. Karl Bosch entschied sich dazu, den explodierten Dünger, Ammoniumnitrat, aus der Produktion zu nehmen. Zu groß war die Gefahr, dass noch einmal so etwas Schreckliches passieren könnte. 1925 wurde die IG Farbenindustrie Aktiengesellschaft gegründet und ihre neue Zentrale in Frankfurt gebaut. In dieser Aktiengesellschaft schlossen sich alle Unternehmen zusammen. Der neue Aufsichtsrat bestand aus insgesamt mehr als 40 Mitgliedern und der Vorsitzende war Karl Duisberg von Bayer. Karl Bosch bestritt ebenfalls eine Position im Aufsichtsrat. In den ersten Jahren der IG arbeiteten die einzelnen Firmen wie zuvor weiter, lediglich der Vertrieb wurde in Frankfurt zentralisiert. 1927 wurden im Leunawerk, das sich schon in den 1920er Jahren von der BASF getrennt hatte,
100.000 Tonnen Benzin aus Kohle gewonnen und die Zukunft sah vielversprechend aus. Doch die Freude hielt nicht lange an, denn plötzlich brach die Weltwirtschaftskrise aus und riss die Pläne der Herstellung von synthetischem Benzin in eine ungewisse Zukunft. Karl Bosch versuchte, einen Nutzen daraus zu ziehen und verwendete die Krise und den stürzenden Ölpreis dazu, die IG stärker zu vereinen. Er führte Sparten ein. Von nun an gab es die Hochdruckchemie, die Farbstoffchemie, die organische und anorganische Chemikalien, die Pharmamittel und später auch den synthetischen Gummi Buna herstellte und die restliche Chemie, wie zum Beispiel Kunstfasern, Papierprodukte und Sprengstoffe. Trotz allem stand die IG unter enormem Druck. Die wirtschaftliche Lage zwang sie kurz darauf, Arbeiter zu kündigen, Ausbauten auf Eis zu legen und Kürzungen in der Forschung durchzuführen. Es war keine leichte Zeit für die BASF. Sie forderte Mut, Hoffnung und Durchhaltevermögen. Doch die Jahre darauf sollten für die BASF ruhmreicher werden, auch wenn dies durch fragwürdige Verbindungen geschah. Die Beziehungen zwischen der IG und der NSDAP waren zu Beginn von Spannungen geprägt. Die NSDAP wetterte gegen die internationalistische und jüdische IG, weil diese viele jüdische Angestellte hatte. Das gefiel der IG selbstverständlich nicht und sie lehnte die antijüdische Einstellung der NSDAP kategorisch ab. Als jedoch klar wurde, dass Hitler an die Macht kommen würde, blieb auch der IG nichts anderes übrig, als darauf einzugehen. Hitler wollte eine starke Kriegswirtschaft aufbauen, welche ohne die IG, Deutschlands größtes Unternehmen, und ihr Wissen über synthetisches Öl und Gummi unmöglich war. Andererseits benötigte die IG zu dieser Zeit dringend einen festen Absatzmarkt für synthetisches Öl, in welches sie Millionen investiert hatte und doch keine erfolgversprechenden Gewinnaussichten erreichte. Nach Hitlers Machtergreifung kamen beide Seiten schließlich zu einer Einigung. Die IG sollte jedes Jahr eine bestimmte Menge an synthetischem Öl produzieren und der Staat würde dieses zu einem festen und gewinnbringenden Preis abnehmen. Buna, ein synthetischer Gummi, wurde nach Hitlers persönlichem Wunsch unerlässlich und so stellte die IG auch diesen für die deutsche Wehrmacht her. Als Hitler 1936 seinen Vierjahresplan zur Mobilisierung der deutschen Wirtschaft aufgestellt hatte, gingen etwa 2/3 aller Investitionen an die IG. Das NS-Regime war vor allem an synthetischem Stickstoff, synthetischem Öl, synthetischem Gummi und Plastik interessiert. Da das Haber-Bosch-Verfahren, das zur Herstellung von synthetischem Öl und Stickstoff verwendet wurde und von der BASF entwickelt und erforscht worden war, spielte die Oberrheingruppe hier eine wichtige Rolle. Exportiert wurden damals nur noch 20%. Der Rest wurde für das eigene Land und das Nazi-Regime genutzt. Buna Gummi, den die BASF in Ludwigshafen produzierte, konnte für Panzer und andere Kampffahrzeuge verwendet werden. Da Ludwigshafen jedoch zu nah an der französischen Grenze lag, sollte das Werk weiter im Osten gebaut werden, um es vor feindlicher Spionage und Angriffen zu schützen. Otto Ambros, Leiter der Buna-Abteilung, entschied sich dafür, dieses Werk in Monowitz bei Auschwitz zu bauen. Er war derjenige, der sich um das Projekt kümmerte. Für diesen Bau setzte Otto Ambros etliche Zwangsarbeiter ein, die sich reihenweise zu Tode arbeiteten. Die Behandlung durch die SS war unmenschlich genug. Doch als die IG sah, dass die Zwangsarbeiter nicht effizient genug arbeiteten, beschloss sie, ihr eigenes KZ in Auschwitz zu errichten. In Auschwitz IV Monowitz wurden insgesamt 300.000 Menschen gezwungen, Kriegswaffen und Wehrmachtszubehör herzustellen. Doch den Insassen anderer KZs ging es nicht besser. In einigen wurden sie in grausamen Experimenten benutzt, wie zum Beispiel auf einer Laufbahn 40 Kilometer am Tag zu laufen, um die Beständigkeit der Schuhsohlen zu testen. Wer unter diesen Bedingungen zusammenbrach, der wurde erschossen. Das IG-Tochterunternehmen Deutsche Gesellschaft für Schädlingsbekämpfung, kurz DGESCH, stellte ein Pestizid namens Zyklon B her, das von den Nazis in den Gaskammern verwendet wurde.
Während des Zweiten Weltkriegs kamen Tausende von Zwangsarbeitern aus den besetzten Ländern in die BASF-Werke am Oberrhein. Im Januar 1943 waren es mehr als 12.000 Menschen. Ein wirklicher Hitler-Freund war Karl Bosch nie gewesen. Bei seinem ersten Treffen warnte er Hitler davor, jüdische Wissenschaftler auszugrenzen, da dies die deutsche Industrie um 100 Jahre zurückwerfen würde. Karl Bosch und Hitler trafen sich danach nie wieder. Bereits 1935 wechselte er in den Aufsichtsrat und zog sich langsam aus der IG zurück. Der Krieg machte ihm schwer zu schaffen und er wurde depressiv. Plötzlich lag ihm nichts ferner, als in Hitlers Deutschland zu leben, und so ging er in die Schweiz und ließ alles zurück. Karl Bosch wurde jedoch schwer krank und kehrte deshalb wieder nach Deutschland zurück. Auf dem Sterbebett prophezeite er 1940 die Niederlage Frankreichs. Doch er wusste auch, dass sein Lebenswerk, die IG, kurz vor dem Ende stand. Reue war in seinem Blick, als er kurz bevor er starb das Geständnis ablegte, dass sein Haber-Bosch-Verfahren überhaupt erst zwei Weltkriege ermöglicht hatte. Dann schloss er die Augen und schlief für immer ein. Kurz darauf gab es die ersten Luftangriffe auf Mannheim und Ludwigshafen, bei denen die BASF-Werke weitestgehend verschont geblieben waren. Erst ab Mitte 1944 wurden Oppau, Leuna und Ludwigshafen systematisch bombardiert. In allen Werken brach die Produktion komplett ein. Im März 1945 gab Hitler schließlich Karl Wuster, damaliger Leiter der Oberrhein-Gruppe, die Anweisung, die Anlagen der IG in Ludwigshafen und Oppau abzureißen, bevor die Amerikaner einmarschierten. Doch Karl Wuster ignorierte den Befehl und als die amerikanischen Truppen die Werke erreichten, verstanden sie schnell, dass es am hilfreichsten für sie war, wenn sie ihn in seiner Position als Unternehmensleiter ließen. Als Deutschland von den Siegermächten in Besatzungszonen eingeteilt wurde, fiel das Werk Leuna in die sowjetische Zone und war endgültig von den Werken in Ludwigshafen und Oppau getrennt. Die Fabriken in Ludwigshafen und Oppau befanden sich nun in der französischen Besatzungszone. Nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs und der Zerschlagung der IG wurden Führungspersonen des Unternehmens bei den berühmten Nürnberger Prozessen verhört. Von den Angeklagten hatten nicht nur Karl Wuster und Otto Ambros Verbindung zur BASF oder Oberrhein-Gruppe der IG. Sieben weitere saßen auf der Anklagebank, die allesamt das Bild patriotischer Unternehmer darstellen, die nur Befehle des NS-Regimes ausgeführt hatten. 1949 kam es, wie schon nach dem Ersten Weltkrieg, wieder zu einer Explosion. Diesmal in Ludwigshafen, mit über 200 Toten. Daraufhin mussten in den Werken Oppau und Ludwigshafen die Fabrikhallen für Buna und synthetisches Benzin komplett abgebaut werden. Der Rest der Produktion blieb allerdings weitestgehend verschont. Die BASF-Werke, die nach der Explosion 1949 einfach dem Erdboden gleichgemacht worden waren, wurden am 30.01.1952 wieder neu erschaffen. Unter völlig neuer Führung. Mit Max von Hellingrath von der Bayerischen Staatsbank, Wilhelm Boden von der Rheinland-Pfälzischen Zentralbank und Hermann Apps von der Deutschen Bank saßen nun drei Bankenchefs im neuen Aufsichtsrat. Andere Mitglieder waren Else Bosch, die Witwe von Karl Bosch, Richard Kuhn, Nobelpreisgewinner und Direktor des Max-Planck-Instituts für Chemie und medizinische Forschung in Heidelberg, Richard Merton und Hermann Schlosser von der Metallgesellschaft und der Degussa, zwei wichtigen Kunden der BASF. Karl Wuster fasste ebenfalls ein weiteres Mal Fuß in der BASF und führte als Vorstandsrat regelmäßige Treffen mit den Direktoren der einzelnen Produktionseinheiten ein. Zusammen mit Bernhard Timm, der bereits in der Zeit der französischen Besatzung eine zentrale Person war, da er Französisch und Englisch sprach und mit den Franzosen verhandeln konnte, führte er in den 50er und 60er Jahren die BASF zu einem beträchtlichen Wachstum. In der Produktion waren Farben und synthetische Produkte, vor allem Dünger, weiterhin sehr wichtig. Aber vor allem die Plastiksparte konnte sich etablieren. Auch Styropor, das 1951 in Ludwigshafen erfunden worden war, und Lupolen fanden vielseitigen Einsatz in anderen Industrien.
Die BASF konnte dank Plastik auch auf dem Kunstfasermarkt mit Nylon, Polyester, Polyurethan und dem Lackmarkt mit Opanol herausragen. Das Unternehmen verstand als einer der Pioniere in diesem Bereich, dass die Petrochemie die Zukunft war. 1952 vereinbarte die BASF mit Shell, ein Olefinwerk in Wesseling zu bauen. Dieses Werk war entscheidend an der Entwicklung und Produktion etlicher Kunststoffe beteiligt. 1964 gründete das Unternehmen ein Werk in Antwerpen, das mittlerweile nach dem Stammwerk in Ludwigshafen das größte Werk der BASF ist. Bernhard Timm setzte besonders auf die sogenannte Anwendungstechnische Abteilung, kurz AVETA. Diese Abteilung sollte BASF-Produkte besser an Kundenwünsche orientieren. Auch in die Pharmaforschung stieg die BASF ein. Von 1970 bis 1995 wurden insgesamt 120 Werke in 30 Ländern der Welt für andere Unternehmen gebaut, da die BASF bereits Erfahrungen auf diesem Gebiet hatte. 1974 wechselte Bernhard Timm schließlich in den Aufsichtsrat und wurde durch Matthias Seefelder als Vorstandsratsvorsitzender ersetzt. Matthias Seefelder war es, der den Zukauf der Knoll AG und die Pharmasparte der BASF deutlich stärkte. 1977 ließ er zudem in Ludwigshafen das weltgrößte Werk für Acrylsäure, einen wichtigen Ausgangsstoff für Klebstoffe, bauen. 5 Jahre später wurde das BASF-Riechstoffsortiment entwickelt, in dessen Rahmen die BASF in den Markt für Seifen und Waschmittel einstieg. Seit den 1990er Jahren konzentrierte sich die BASF auf ihre Kerngeschäfte wie Chemikalien, Kunststoffe, Veredelungsprodukte, Pflanzenschutz und Ernährung sowie Öl und Gas. Mit der Teilübernahme 1990 an der Magnetbahnbranche der Agfa wird die Zusammenarbeit der BASF mit anderen deutschen Chemieunternehmen wieder enger. 1997 verbündete sie sich mit dem Höchstunternehmen, um dessen Polypropylengeschäfte zu verstärken, und übernahm Teile des Saatgut- und Pflanzenschutzmittelgeschäfts von Bayer, als dieses ein Unternehmen namens Monsanto, von dem wir in einem anderen Video berichtet haben, übernahm. 2005 errichtete die BASF ihr drittgrößtes Werk in Nanjing in China. Heute ist die BASF mit über 110.000 Angestellten in mehr als 90 Ländern weltweit das größte Chemieunternehmen der Welt, ohne welches wir viele Innovationen in den letzten Jahrzehnten vermisst hätten. Lasst uns nicht vergessen, dass die Geschichte der BASF mit einem 9-jährigen Jungen begann, der als Kind Durchsetzungsvermögen und Mut an den Tag legte. Wenn dir unser Video gefallen hat und du auch weiterhin die neuesten Geschichten miterleben willst, dann schnapp dir ein kostenloses Abo.